Ja, Leute, herzlich willkommen in London an der White Hart Lane. Oh Gott, hier kommt Tottenham schon sofort nach vorne. Ich kann hier gar nicht begrüßen. Oh Mann, 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 Falcao, Schäfer, Glanztat. Das glaubst du nicht. Was ist das denn? Um Gottes Willen, Leute, habt ihr das gesehen? Gott, ich muss mich jetzt mal in meinem Studio festpacken. Meine Güte, was ist das denn gewesen? Chandler, warum will der denn da querspielen im eigenen Strafraum? Drifter, Schäfer. Gottes Willen, also das ist ja echt nicht zu fassen. Ich habe ja schon viel gesehen, aber das war wirklich der Gipfel. Durch ganz, ganz früh jetzt schon hier das 1:0, das wird verdammt schwer werden. Dass du da so in Rückstand gerätst. Ich bin hier so ein bisschen geblättet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tottenham legt hier sofort schon los wie die Feuerwehr. Klose dazwischen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Ruhe ins Spiel bekommen. Es war ein schönes Spiel auf Martausch. Chandler. Chandler, hoher Ball, aber da steht natürlich Vertonghen, absolut richtig. Ja, Chandler ist im Moment so ein bisschen der Seuchenvogel bei uns. Och, da lässt der Klose den Falcao schon wieder laufen. Schäfer, meine Güte, die bekommen den nicht in den Griff. Ja, Chandler hat ja schon beide Gegentore verschuldet gegen Frankfurt im Pokal, was unser Ausscheiden natürlich nicht unbedingt... ja, doch, es hat schon einiges ausgemacht, würde ich behaupten. Martausch nimmt den Ball schön mit. Ezo Ekotto, der ist natürlich schnell, aber Martausch ist noch schneller. Der läuft dem ja noch mit Ball weg. Das ist natürlich das Problem, dass in der Mitte keiner steht. Flanke kommt. Aber die ist harmlos. Loris kann das Ding ganz sicher aufnehmen. Also jetzt mal rückwirkend nochmal betrachtet. Also ich glaube, bitterer kannst du einfach nicht in Rückstand geraten. Martausch, klasse gemacht. Vertonghen lässt da ins Leere laufen. Jan Martausch, was für ein Tor. Was für ein Kracher links unten rein. Was ist denn mit dem los? Hat er da die ganze angestaute Wut vielleicht über dieses unglückliche 0:1 in diesen Schuss gelegt? Schau das mal an, was rast das Ding da unten links in die Ecke. Ja, so kann man zurückkommen. Ihr habt es gerade gesehen, dass das Tor wird auch Chandler angerechnet als Eigentor. Ganz, ganz bitterer Start und das ist jetzt hier wirklich so eine absolute Schadensbegrenzung mit diesem schönen Tor durch Martausch. Ja, Gebhardt will da am Spurs-Verteidiger vorbei, klappt natürlich nicht ganz. Da ist schon wieder Falcao. Chandler, jetzt will er seinen Schall wieder gut machen. Schön gestört, schön dazwischen gegangen. Da ist Martausch wieder. Gegen Vertonghen, diesmal hat der belgische Nationalspieler ja das bessere Ende für sich. Aaron Lennon, sehr schön gemacht, vorbeigegangen. Ja, Dembélé hat da einen schweren Stand im Moment. Der ist ja unter Manndeckung. Ich weiß gar nicht, ob von Balic oder Vollner, ist auch egal. Kommt aufs selbe raus. Eswein, super gespielt auf Gebhardt. Gebhardt will den Ball lang nach vorne spielen. Sandro dazwischen. Setzt dann nicht konsequent nach. Falcao gegen Westergaard. Langer Ball. Ja, so schnell der Jovetic auch ist, aber da kommt er nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob wir ja auch in der Champions League oben diesen Ticker bekommen. Ob Barcelona schon gegen Lyon führt. Ich weiß es gar nicht. Mir ist nichts aufgefallen. Ich kann natürlich auch sein, dass ich es wieder übersehen habe. Ist ja nicht das erste Mal. Was für ein schöner Ball von Chandler. Kiyotake. Leider war es abseits. Wir bekommen auch keine Zeitlupe, dass wir danach prüfen könnten, inwiefern das richtig war oder wie weit, wenn es richtig war. Schön gemacht von Martausch. Eswein. Martausch, na, da hätte er vielleicht durchlassen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Westergaard. Eswein, schön dazwischen gegen Bale. Ja, Vertonghen hat eigentlich im Großteil schon das bessere Ende für sich gegen Martausch. Vorhin bei der einen Situation, da hat es zum Glück dann mal nicht hingehauen für ihn. Klasse, Ball jetzt auf Eswein. Eswein kann gehen, spielt aber sofort nach vorne. Das war nicht so gut. Falcao wieder. Der holt sich die Bälle auch sehr weit hinten. Sehen wir jetzt hier Chandler gegen Dembélé. Schön gemacht. Ja, wieder kleine Mühseligkeiten bei ihm, aber das haben wir noch hinbekommen. Das ist jetzt wirklich ein hochklassiges Spiel. Es geht hin und her. Wirklich keiner hat hier wirklich die Feldvorteile. Sandro wieder vor Martausch. Also der hat da vorne wirklich einen ganz schweren Stand. Das zeigt ja, was für einen Respekt die vor ihm haben. Das konnte ja nochmal jeder sehen, zu was er fähig ist. Vorhin bei diesem Kracher. Dem 1:1. Gebhardt. Ja, und da ist Halbzeit. Da sehen wir, es ist noch nichts passiert bei Barcelona gegen Lyon. Es steht noch 0:0. Also quasi
Jeder würde im Moment einen Punkt bekommen. Das heißt, in der Tabelle auch noch keine Entscheidung für uns oder gegen Lyon. Wollen wir mal schauen. Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Wir loben mal Schäfer. Der hat ja eigentlich ja vor diesem unglücklichen Eigentor hat er das Ding super gehalten. Also das war wirklich nicht sein Fehler. Können wir die beiden Außen nochmal motivieren. Ich würde sagen, Kiyotake darf auch. Und Tim, nee, ich kann gar nicht mehr. Selbst wenn ich wollte, ist schon rum. So, die beiden Jungs hier noch massieren. Und dann würde ich sagen, ja, wir könnten uns überlegen, ob wir vielleicht die beiden hier ein bisschen zurückziehen, Eswein und Gebhardt, dass es nicht ganz so offensiv ist. Wir haben ja gesehen, wie schnell diese Spurs umschalten können. So, müssen wir das natürlich hier noch umstellen. Was die Laufwege angeht. Gebhardt soll natürlich mit nach vorne. Eswein auch zurück, natürlich. Dafür haben wir ihn jetzt ja zurückgezogen. Und geht aber auch mit vor. Kiyotake, den will ich nicht ganz so weit vorne sehen. So, und der Rest, den lassen wir so. So, und dann gehen wir rein. Zweite Halbzeit. Ein bisschen verändert. Und wenn nicht mehr so arg offensiv. Das können wir uns nicht leisten. Ich denke mal nicht, dass das jedes Mal so gut geht, wie beim schnellen Ausgleich. Wenn Tottenham hier nochmal auf Nummer in Führung geht, dann bin ich mir nicht sicher, wie das ausgeht. Gebhardt gegen Lennon. Schöner Ball, klasse Ding, links raus auf Dembele. Jetzt müssen wir dazu machen. Nichts, nichts, nichts. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute von uns da in der Mitte stehen. Und die machen alle nichts. Vollner lässt das Ding einfach durch. Also wenn du so verteidigst, dann hast du einfach auf diesem Niveau nichts zu suchen. Das ist einfach so. Wir haben so schön eigentlich mitgespielt und dann lassen wir uns jetzt wirklich jedes Mal. Erste Halbzeit, frühes Gegentor, jetzt schon wieder. Falcao lässt auch gar nichts anbrennen. Flanke, Schäfer verschätzt sich schon wieder. Jetzt kloppt es da hinten mal raus, das Ding. Matthäus, schön gespielt auf Eswein. Eswein kann jetzt mal gehen. Matthäus wieder, der steht sehr weit hinten. Kiyotake, jetzt muss er abspielen. Warum spielt er den nicht in den freien Raum? Das war ganz einfach für Lucio. Da muss er einfach nur stehen bleiben und hat den Ball dann quasi serviert auf dem Silbertablett. Kiyotake. Vollner auf Gebhardt. Muss gleich eine Stunde gespielt. Gebhardt. Was macht er? Was lässt er sich einfallen? Timo Gebhardt spielt schön ab auf Matthäus. Klasse Ding. Das war auch sehr einfach. Wirklich sehr einfaches Spiel. Aber Tottenham hat hier auch nur zugeguckt. Zweites Mal, dass wir hier zurückkommen. Das 2:2 nach einer guten Stunde. Ich habe schon überlegt, soll ich was wechseln? Soll ich jetzt hier volle Lotte gehen? Soll ich einfach noch einen Stürmer vorne reinsetzen und dafür einen Sechser opfern? Das stellt sich jetzt erstmal nicht mehr, diese Frage, weil wir haben den Ausgleich nochmal geschafft. Kiyotake schön dazwischen. Eswein. Vielleicht haben wir jetzt das Momentum ein bisschen bei uns. Matthäus gegen Lucio. Kriegt den Ball nochmal wieder. Gebhardt. Schön gemacht. Hat natürlich jetzt keinen Anspielpartner vorne. Hätte vielleicht mal warten müssen. Pech dann hier mit Kiyotake, dass er den Ball nicht bekommt. Lennon. Dribbling geht gut. Falcao gegen Vestergaard. Foul von Jovetic. Hat Glück, dass er keine gelbe bekommt. Der Lockenkopf. Jetzt kommt Adebayor. Ich bin gespannt für wen. Das ist ein Stürmerwechsel. Das bedeutet, nach knappen 70 Minuten geht Falcao raus. Und der nicht minder gefährliche Emmanuel Adebayor folgt ihm auf der Sturmposition. Ja, ich würde gerne was wechseln. Ich weiß aber nicht, was. Gebhardt, Eswein, vielleicht einfach... kann Gebhardt auf die rechte Mittelfeld gehen? 75 hat er da Stärke. Und dann tun wir Wiesmeier für Eswein auf die linke Mittelfeldposition. Das ist dann der erste Wechsel. Den Rest lassen wir uns mal noch ein bisschen. Kiyotake lässt sich dabei rumpeln gegen Sandro. Jetzt kommt Adebayor zum ersten Mal. Lennon, wieder Adebayor. Jetzt müssen wir hin. Jetzt müssen wir da hin. Vollner, geh hin. Geht er nicht. Also die Abwehrleistung ist eine Katastrophe, wirklich. Und du kannst es schon im Ansatz wirklich sehen. Er läuft wieder nur hinterher, nur nebenher. Er macht nur Begleitschuss. Jan Schäfer kann da überhaupt nichts machen. 3:2, jetzt kommt der Wechsel. Also ich weiß wirklich nicht, wofür wir da hinten Abwehr stehen haben. Wir können auch einfach... ja, wir können zum Kaffee gehen. Also die Jungs, die hinten stehen, können wirklich
Pause machen. Gebhardt, schön gespielt. Jetzt muss er rüberlegen. Gebhardt nochmal, schießt. Loris kann ihn abwehren. Klasse Aktion, aber auch von Gebhardt. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, was gewesen wäre, wenn er den nochmal abgelegt hätte. Scott Parker jetzt für Sandro. Und jetzt mache ich wirklich meine Drohung wahr. Jetzt gehen wir hier aufs Ganze. Also Vollner ist heute eine Katastrophe. Wenn man ihn sieht, dann fällt er auf durch irgendwelche Unzulänglichkeiten. Ich denke mal, bei allen Toren hast du irgendwo Markus Vollner negativ gesehen. Deswegen geht er raus. Balic hat jetzt die große Aufgabe, das da hinten alleine zu lösen. Ich meine, die Erfahrung hat er. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. So, Sebastian Poll da vorne. Und jetzt einfach Hoffmann hinten rein. Für Tim Klose. Ich finde einfach, dass die beiden in letzter Zeit natürlich viel mehr eingespielt sind. Deswegen geht nicht Westergaard raus, sondern Tim Klose. So, Taktik. Nochmal Anweisung. Also wir haben jetzt ja nichts mehr zu verlieren. Volle Lotte Vorstöße für Polter. Tacklings nicht so viel. Positionstreue auch eher eng. Also ich will auch, dass er vorne stehen bleibt. Genauso wie sein Kollege. So, Ball halten ist schon mal nicht schlecht. Das können wir lassen. Ich denke mal den Rest. Ja gut, Balic muss zurück. Der bleibt natürlich jetzt auch komplett hinten. Der läuft auch mit nach hinten. So, die machen gar nichts. Die bleiben einfach vorne. Und dann passt das. So, jetzt können wir nach vorne die Takte hier ein bisschen ändern. Wir gehen jetzt hier auf volles Rohr. Lange Abstöße. So, hier gehen wir jetzt ein bisschen vor. Jetzt machen wir Absatzfalle. Konterspiel machen wir raus. So, Pressing jetzt 70%. Jetzt will ich einfach sehen, dass ihr nicht mehr vorsichtig. Wir haben jetzt hier nichts mehr. Wir können auch gerne jetzt mal lang spielen. 60%, denke ich, ist in Ordnung. Hier lieber, ja, nicht ganz bis zur Grundlinie durch, aber schon relativ. Und ja, dann gehen wir es an. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Und alle Wechsel damit jetzt vollführt. Da sehen wir Chandler. Der hat bis auf das Eigentor wirklich am Anfang hat er doch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. André Hoffmann für Tim Klose. Und der Mann hier, das ist Sebastian Polter. Die zweite Sturmspitze, die jetzt auf dem Platz steht. Ich bin gespannt, können wir noch hier was reißen? Der Ball ist zwar nicht schlecht gedacht von Balic, aber da kommt natürlich keiner hin. Timo Gebhardt guckt da leider nur in die Röhre. Schön gemacht von Wiesmeier. Findet jetzt vorne Mattausch gegen Lucio. Schön gespielt, Kiyotake. Nochmal nach hinten, aber da hat Lucio das jetzt wieder ausgebügelt. Das ist Adebayor. Der Ball ist nicht gut. So Leute, jetzt schmeißt nochmal alles nach vorne. Beziehungsweise ich werde es jetzt nochmal übernehmen. Während die beiden sich da unterhalten, gehe ich jetzt nochmal in die Laufwege. So. Jetzt wird hier vorgegangen. Auch Balic bis nach vorne durch. Na, wollen wir das hier? Ich mache erstmal Kiyotake. So, jetzt kommt Balic noch. Ja, die beiden Jungs hier sowieso. Es soll noch nicht mehr so viel zurück hier. So, Kiyotake auch nicht mehr. So, und jetzt wird hier einfach volles Kanonenrohr nach vorne gestürmt. Scheiß der Dackel drauf, wenn hier noch ein Tor fällt, wenn hier noch 4-2 fällt. Aber wir müssen hier versuchen, wirklich die Chance nochmal zu erholen. Nochmal hier zurückzukommen. Nach 0-1, nach 0-2. Auch jetzt beim 2-3 nochmal zurückzukommen. Jovetic, Westergaard, hat Glück, dass es keinen Freistoß gibt. Jetzt können wir nochmal alles nach vorne schmeißen. Wiesmeier. Wiesmeier findet vorne Mattausch. Polter. Polter gegen Vertonghen. Gebhardt kommt leider nicht ganz dran. Das war ein knappes Ding. Jovetic, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, den Ball zu bekommen. Nachspielzeit läuft schon. Ja, jetzt schöner Ball auf Dembélé. Das ist natürlich die Spezialität der Spurs. Nochmal rüber. Wiesmeier, Westergaard schlägt ihn raus. Ja, dann ist es leider vorbei. Es war ein tolles Spiel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn natürlich der letztendliche Schlusssatz des Spiels bedeutet, dass wir hier mit 0 Punkten wieder nach Hause müssen. Aber mal ganz ehrlich, was erwartest du auch anders? Also wenn du bei so einer tollen Mannschaft spielst, die haben fast eine Stärke von 900. Also die englische Liga ist wirklich durch die Bank oben an der Spitze top besetzt. Ja, Barcelona-Lyon, die schaffen leider nur ein 0-0. Das heißt, wir haben 4 Punkte Vorsprung vor den Franzosen. Wir haben ja noch das direkte Duell gegen die zu Hause bei uns im Stadion Nürnberg. Also da ist noch gar nichts passiert. Gut, sehen uns gleich im Nachbericht. Schauen wir auf die anderen Gruppen, was da passiert ist. Alles klar. So, wir sind wieder zurück aus London. Die Tottenham Hotspur haben uns leider kein Geschenk mit auf die Heimreise gegeben. Die wollten alle 3 Punkte bei sich behalten. Ja, wir haben uns das selber zuzuschreiben. In der 2. Minute haben wir schon ein Eigentor fabriziert. Ihr seht es hier, Chandler. Ich weiß nicht, was in dem Moment los ist. Wir sind zweimal zurückgekommen durch unseren
Top-Stürmer vorne, Matthäus mit wirklich schönen Toren. Und immerhin haben die Ansprachen funktioniert. Wir haben um jeden Ball gekämpft, das hat man gesehen. Also wir können uns da wirklich kämpferisch und auch, ja, vom Kopf her können wir uns da nichts vorwerfen. Also die Jungs, die wollten. Sie waren halt einfach im Endeffekt nur zu unfähig, was die Abwehrleistung angeht. Man sieht es ja auch, durchgängig wirklich was hinten war, eine 4. Vollner auch ganz schwach heute. So, wir schauen mal in die Statistiken. Das war also wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben also nicht uns da abschießen lassen oder sind untergegangen. Also ganz und gar nicht. Also das war eine tolle Leistung eigentlich. Die Ergebnisse haben wir schon gesehen. Also wir stehen natürlich im Moment mit Barcelona wieder noch gleich. Und das ist das nächste Duell. Da sehen wir es schon. Ach nee, wir haben erstes Spiel gegen Lyon. Und dann haben wir das Auswärtsspiel in Barcelona. Also wir können theoretisch im nächsten Spiel schon alles klar machen, was zumindest die Europa League angeht. Schön ist, dass Barcelona in Tottenham spielt. Ich denke mal, wenn die so stark sind wie heute, zumindest offensiv, dann ist da was möglich. Stellt euch mal vor, wenn die Barcelona schlagen, dann müssen die uns schon besiegen. Zu Hause dann im letzten Spiel, um dann wirklich das Ding noch weiterzukommen. Also da ist auf jeden Fall Spannung garantiert. Ich musste heute das Stadionheft mitnehmen, um das Feld nicht mit leeren Händen zu verlassen. Ja, da ist was Wahres dran, würde ich mal sagen. Fairplay, ja, Manchester City hat hier ein ganzes Lazarett, wenn man hier mal so hinguckt. Ganz, ganz viele Verletzte. Bei uns ist es Sabitzer noch mit 6 Tagen. Beim Duell Aaron Lennon, ja, gegen Hanno Balic. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, ne? Rechtes Mittelfeld gegen defensiven Mittelfeldspieler. Balic hat eine ordentliche Leistung gezeigt, er natürlich mit Note 2,0. Dann doch noch ein bisschen besser unterwegs, aber er hat ja auch eine Stärke von 80. Der kann schon was. So, es geht weiter in die Woche. Die Kölner warten, beziehungsweise wir müssen nach Köln. So, erstmal Europa League. Ich habe natürlich jetzt gerade eben die Champions League vergessen durchzugucken, aber das kann ich ja jetzt gleich hier oben machen. Wenn wir das hier fertig haben, Gladbach 1-1 in Heerenveen. Also zumindest haben sie sich da nicht überholen lassen durch dieses Unentschieden. Sind noch auf Platz 2, also ist noch alles möglich. Gruppe B, kein deutscher Verein. Hamburg verliert in der Türkei gegen Trabzonspor. Ein alter Bekannter macht hier das Ding klar. Halil Altintop, da hat auch das Tor von Eto'o nicht mehr genützt. Bei denen wird's eng, ne? Wir haben noch 2 Spiele Zeit und haben 3 Punkte schon Rückstand auf den rettenden 2. Platz. So, da haben wir AC Mailand und Machatschkala. Gruppe E, ja, Gruppe F, G, Gruppe H. Ich kommentiere das jetzt gar nicht so groß, dass es ein bisschen schneller geht. Ihr könnt ja gucken, ihr könnt ja Stopp machen, liebe Freunde. Da haben wir Gruppe I, Gruppe J, Atletico ist da eigentlich schon durch. Gruppe K, Arsenal, Vaslui vorne vor Alkmaar. Und die Schalker in Gruppe L, das wollte ich sehen. Zu Hause gegen Rapid Wien 1-1, das heißt, die haben das direkte Duell verloren, deswegen sind die nur Dritter. Selbst wenn die jetzt punktgleich wären, würde das nichts nützen. Das wird auch noch ein heißer Tanz für die. Champions League natürlich. Gruppe A, Liverpool. Ja, die gewinnen in Salzburg, sind jetzt neuer Tabellenführer. Bayern nur 1-1 in Bilbao. Gruppe B, das können wir uns auch mal kurz natürlich noch schnell angucken. AS Rom und Man City dort vorne. Leverkusen wird 5-0 verschwartet von Man City. Also da haben wir das besser gemacht im zweiten deutsch-englischen Duell an diesem Abend. Gruppe C haben wir gesehen natürlich. Real Madrid und Marseille eigentlich schon fast durch in Gruppe D. Gruppe E, Manchester United, Paris Saint-Germain eigentlich auf gutem Kurs. Gruppe F, Juve, Galatasaray in Führung, Sporting auch noch mit allen Chancen. Gruppe G sieht es auch nicht mehr so schlecht aus wie die Dortmunder, weil die in Aalborg gewinnen, also ein Pflichtsieg. Rücken da jetzt nochmal ein bisschen ran, Inter und Eindhoven da noch in Front. Gruppe H haben wir hier, Chelsea, die können schon das Ticket buchen für das Achtelfinale. Valencia und Kharkiv kloppen sich da noch ein bisschen. Moskau hat es da schon nicht mehr selbst in der Hand. Also die können auch keinen Europa-League-Platz mehr erreichen. Also das ist durch. Gut, das war's. Volle Kraft also voraus in Richtung Köln. Ohne Marcel Sabitzer, das haben wir schon gesehen. Ja, die Höhner, die singen uns hier eins. Wir fahren nach Köln in die Karnevalshochburg. Im November, das geht dann ja bei denen auch schon wieder los. Mannschaftstechnisch sieht es nicht schlecht aus. Also trotz der Niederlage sind die moralisch hier nicht abgestürzt. Und auch von der Form her hat es nicht viel geschadet. So,
So, Almar Cohen ist hier ein bisschen unglücklich. Da muss ich mal schauen, warum. Wir können auf jeden Fall mal wieder Papadopoulos mitnehmen. Balic ist besser in Form. Vorhin hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen die beiden tauschen. Papadopoulos auf der Position dann, das ist seine Paradeposition, auf der rechten Seite. Ist nämlich eher Rechtsfuß. Ich hoffe mal, dass das bei dem Balic ein bisschen anders aussieht. Ja, der kann ein bisschen besser links, also ist das schon in Ordnung. So, Hoffmann kommt rein für Klose. So, und ansonsten würde ich sagen, lassen wir das so laufen. Esswein und Gebhardt haben mir ganz gut gefallen. Gar keine, ja, Veranlagung jetzt da, ein bisschen was anzupassen. Ich denke mal, Kohlen geht auf die Tribüne, dafür kommt Vollner rein. Chandler, ja, das war natürlich ein kurioses Eigentor, was er da verbockt hat. 9 Millionen wert, also bei ihm stagniert es auch ein bisschen. Er ist ja schon seit Ewigkeiten auf dieser 78. Da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht, ob er da noch einen Sprung macht. So, Jugendmannschaft. Da müssen wir mal anpassen, da haben sich eigentlich einer verletzt. Kevin Zwickel möchte einen neuen Mentor haben. Cohen taugt ihm da nicht mehr, deswegen bekommt er jetzt Kovacic. So, da wollen wir mal schauen, da ist alles Paletti bei der B-Jugend. Da passt auch alles. Bin mal gespannt, aber ich kann hier ja keinen. Haben wir ja gesehen letztes Mal. Ich konnte ja keine Mentoren so richtig ordentlich verteilen. Shinobi habe ich letztens mal nicht alles eingestellt, was ich wollte. Flanken habe ich drin. Genau, Freistöße. Robustheit. Das fehlt noch. Da fehlt ihm nämlich nur einiges. Ich denke mal, er kann Schnelligkeit mal rausnehmen. Dafür nehmen wir die Robustheit rein. Robustheit. Lebensstil hinzufügen. Schieben wir das mal nach ganz oben. Da hat er es nötig. Nur eine 46. So, liebe Leute, wir haben eigentlich kaum noch was zu machen. Wir können noch ein paar News gucken. Busse spendiert vom Fanbeauftragten. 5 Busse, also nach Köln. Sabitzer, der ist uns dann beim nächsten Spiel gegen Mönchengladbach im Heimspiel, ist er uns dann, oder steht er uns wieder zur Verfügung. Das ist klasse. Mintal hat für Köln abgeschlossen. Scouting auch von den Bayern. Da haben wir Adrian Tischer, 16 Jahre alt, Stärke 60. Der hat kein Interesse mit uns zu reden, ich dachte es mir fast. Möchte also nicht umziehen, die paar Kilometer. Fabian Schnellhardt, den kenne ich auch, von den Kölnern. Ja, der ist auch nicht schlecht, das ist so ein Typ Kovacic. Also auch vom Alter her, von der Stärke. Also den könnten wir uns mal angucken. Wie lang war jetzt das mit dem Vertrag? 2016, ja, okay. Den nehmen wir mal ins Blickfeld auf. So, was haben wir hier noch? Ach, von Tottenham jemanden. Ein gutes Talent. Ist auch schon ein bisschen älter gewesen. Ja, Schalke hat ja auch nicht so die wahnsinnigen Kracher mehr drin. Also wir haben wahrscheinlich schon alles leer gekauft damals. So, ja, Newsender ist auch fertig. Man könnte mal drüber nachdenken. Diesmal ja, lasse ich mal ganz zu Hause. Dafür kommt Arnold mit. Also das ist ja so ein Spiel, da kann vielleicht dann Arnold sogar mal reinkommen. Je nachdem, wie das läuft. Also ich hoffe ja mal, dass Köln nicht den Hauch einer Chance haben wird gegen uns. Der Anspruch muss auf jeden Fall sein. So, Matthaus spielt natürlich. Form von 14, obwohl er von der Frische. Aber wir haben jetzt ja zum Glück dann diese Woche Pause. Wirklich mal eine komplette Woche Pause ohne englische Woche. Danach geht es dann schon wieder anders los. Dann ist nämlich Lyon dran, dann kommt Stuttgart, dann sofort wieder Hannover und Leverkusen und Barcelona und Wolfsburg. Um Himmels Willen, wirklich. Ja, aber wir wollten es ja so haben. Dann müssen wir das auch so hinnehmen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Textmodus gegen den 1. FC Köln. Die werden uns grün angezeigt. Es ist zum ersten Mal seit Wochen nochmal jemand, wo wir das behaupten können. Und ich hoffe, wir können uns hier wieder ein bisschen den Frust von Tottenham von der Seele schießen. Ja, sehen uns gleich.